Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel für den Menschen. Wir benutzen unsere Sprache in der Familie, bei der Arbeit und auch in der Schule. Jedoch verwendet man in der Schule eine eigene Sprache, die gar nicht so einfach ist. Besonders im Fachunterricht kann sie den SchülerInnen beim Lösen und Verstehen von Aufgaben große Schwierigkeiten bereiten. Probleme beim Verstehen von Aufgaben können Ursachen auf verschiedenen Ebenen haben. Sie können auf der Wortebene, zum Beispiel mehrdeutige Wörter und Fachbegriffe, und auf der Satzebene, mehrere Nebensätze oder Passivkonstruktionen, Verständnishürden darstellen. Außerdem müssen SchülerInnen auf der Textebene die gegebenen Informationen mit Weltwissen ergänzen und selbstständig Schlussfolgerungen ziehen, was für viele eine große Herausforderung ist. Schauen wir uns dazu ein Aufgabenbeispiel aus dem Fach Geschichte für die 7. Schulstufe an und untersuchen, welche sprachlichen Hürden wir finden können. Die Aufgabe lautet: Erläutere, warum Papst Leo X. Luthers Thesen über die Kirche und den Ablasshandel als ketzerisch beurteilte. Wie ihr seht, weist diese Aufgabe vor allem sprachliche Hürden auf der Wortebene auf. Gleich zu Beginn stoßen wir auf das Verb erläutern. Mit diesem Wort werden die SchülerInnen dazu aufgefordert, eine bestimmte sprachliche Handlung zu vollziehen. Man nennt solche sprachlichen Handlungen auch Operatoren. Damit die SchülerInnen wissen, was sie konkret zu tun haben, muss dieses Wort und seine Bedeutung im Vorfeld geklärt werden. Das sollte grundsätzlich passieren. Was ist zu tun, wenn ich dazu aufgefordert werde, einen Text zu analysieren, zu interpretieren, zu diskutieren, etc.? Weiters finden wir das römische Zeichen für die Zahl 10, sowie die Wörter Thesen, Ablasshandel und ketzerisch, welche historisches oder fremdsprachiges Wissen voraussetzen. Diese Wörter sind für SchülerInnen neu und benötigen eine Erklärung durch die Lehrperson, wenn diese nicht im Unterricht vorher behandelt worden sind. Ihr seht, schon allein diese kurze Aufgabe enthält eine Reihe von sprachlichen Hürden auf der Wortebene. Bei längeren Aufgaben oder Sachtexten können dann noch Verstehenshürden auf der Sach- und Textebene dazukommen. Manche fallen einem gleich ins Auge, bei anderen muss man sehr genau hinschauen. Die Aufgaben in dieser Lektion verfolgen zwei Ziele. In der ersten Aufgabenreihe lernt ihr, sprachliche Schwierigkeiten in Textaufgaben zu erkennen. Wenn ihr wisst, welche sprachlichen Hürden beim Verstehen von Aufgaben zu bewältigen sind, könnt ihr dies beim Formulieren eigener Aufgaben berücksichtigen oder die SchülerInnen beim Verstehen der Aufgaben unterstützen. In der zweiten Aufgabenreihe geht es um Operatoren, also um die sprachlichen Handlungen, zu denen SchülerInnen in Aufgaben häufig aufgefordert werden. Diese Übungen können direkt im Unterricht eingesetzt werden. Wenn du diese Aufgaben selbst löst, wirst du aber erkennen, dass die Erklärung von Operatoren auch für Studierende ganz schön anspruchsvoll sein kann.